Wir könnten hier eigentlich direkt wieder eine neue Mine starten. So tief wie der Lehm hier geht, das ist schön. Ja, da können wir aber noch ein bisschen. Mit nicht ganz anderthalb Stacks bin ich nicht zufrieden dann. Ja, schon fast eher. Na komm, ein klein bisschen geht noch. Genau zwei Stacks, perfekt. Was ist... Ach, das ist das Lehmfeld. Oh, es schaut sich auf... Allgemein auf jeden Fall gelohnt. Ey! Dich nehme ich mit. Ach da! Ich wusste, ich habe jemanden gehört. Ey, Mist. Ich hab mich in der Taste vertan. Aber jetzt der Bär, den ich höre, ne? Ja, da ist noch ein Schwein, aber... Bär? Danke! Bär, du hast deinen Job nicht vernünftig gemacht. Der ist wieder aufgestanden. Ich hatte gehofft, der hält noch einen Treffer aus. Hätte ich mir die Tante vielleicht noch gespart. So, ich würde sagen, Fleisch haben wir jetzt anständig. Was? Nö. Ich weiß, es gab mal eine Zeit, da hatte ich mich da wahnsinnig über das Stahlrohr gefreut. Aber jetzt im Moment, nö. Schwein ist nicht mehr zu sehen, ne? Schade. Wäre ja auch jetzt zu schön und einfach gewesen. Hirsch gegen Dreck. Du kannst ruhig weglaufen, wenn ich dich jetzt nicht treffe. Okay. Dann interessiert mich hier erstmal die Kohle. Was ja nicht heißt, dass wir ihn jetzt nicht dennoch finden können.
Oh, noch mehr Kohle. Ich meine, Fleisch haben wir satt und genug für die nächste Zeit. Und wir haben immer noch eine Chance, den Hirsch zu erledigen. Und das dürfte es auch gewesen sein. Mit ein bisschen Glück verblutet der jetzt. Ich hätte ihn zwar lieber erschossen, aber... Dreck. Ich weiß, da ist rechts ein Kohlefeld neben mir. Das hätte ich jetzt eigentlich lieber noch und den so lange da liegen gelassen. Ja, das war's. Du, ich hab da, danke, was anderes ausgewählt. So viele Kohlefelder. Weiß ich gar nicht, ob ich die Hirschleiche noch überhaupt finde. Ich wage es fast zu bezweifeln. Oh. So weit kann der eigentlich nicht mehr weg gewesen sein. Muss ich schon dran vorbeigelaufen sein. So eine Schande. Das arme Tier will ich doch eigentlich nicht umgelegt haben. Und nur weil, und so. Sondern ich würde es dann gerne schon eigentlich. Seinem Zweck als mein Lebensmittel zu führen. Das ist jetzt doof. Die Kohle hätte ich auch gern. Okay, die Kohle kriege ich jetzt noch. Komm, das klappt, das haut hin. Gut. Das wäre mal eine der wenigen Situationen, da wünschte man sich eine Bombe. Und ja, man kann Rohrbomben bauen, aber damit umzugehen ist so eine Sache. Ich meine, schön, man trifft immer irgendwas. Ja, knapp am Kopf vorbei. Ach Mann, da ist der Hirsch. Dann war dein Tod vielleicht doch nicht ganz sinnlos und ich komme da noch zu, dich zu looten. Auszunehmen. Diesmal habe ich auch gesehen, dass wir durstig sind. Nö. Nö. Ich dachte, da hätte jemand versucht, auf uns einzuprügeln. So, vom Geräusch her war es relativ gleich. So. Jetzt nichts wie nach Hause. Ja, hi. Nicht doch zum Zombie.
Okay, alleine 30 Fleisch. Das ist, also nicht alleine von dem Hirsch, sondern alleine heute. Das ist ordentlich, das ist schön, das ist eine Menge. Ist sogar eine ganz schöne Menge. Nee, das ist nur eine kleine Siedlung. Die haben kein Werkzeugzeug oder so. Da war ein Vogelnest. Hey. Und noch eins. Ah, ist es denn? Yay, Scavenging 32, juhu. Und ein Level Up, juhu. Du warst es eigentlich nicht, den ich gehört habe, glaube ich. Ja. Nehme ich. Den nehme ich aber auch. Ah, dich habe ich schon mal gesehen. Okay. So. Den Kaktus rechts, von dem wir gerade so vorbei sind, habe ich zu spät gesehen. Dem wäre ich nur ausgewichen. Das war mir nämlich eigentlich zu knapp. Wenn wir jetzt unterirdisch wären, wären wir quasi schon zu Hause. Weil hier sind wir ja schon längst dran vorbeigebuddelt. Wird doch so langsam was mit unserem kleinen Wald. Ja komm, das hältst du noch durch, bis wir zu Hause sind. Ah. Quatsch, falsche Kiste. Da die Kiste wollte ich doch. Antibiotika haben wir auch erstmal satt und genug und ich glaube, da können wir nochmal die Hälfte von den Painkillern reintun. Ja, es dürfte eigentlich so richtig viel nicht mehr passieren können. Ja. Kann ich aber auch noch nicht zusammenbauen, nee.
Können wir die anziehen? Können wir. Bringt uns aber nicht viel, weil jetzt haben wir die und, ach, doof. Ich glaube, unsere Pistole ist in jedem Bereich besser, oder? Ja, eindeutig. Schade. Naja. Klack. Klack. So. Ja, wir könnten sie jetzt zerlegen und scrappen und so. Wir können auch einfach das so machen. Komm, zerlege ich dich auch. Und ich mache ich mal wieder an. Achso, wir könnten im Übrigen eigentlich mal ein bisschen Bacon and Eggs machen. Und dann uns da mal ran schon mal ein bisschen satt essen. Ich glaube, wir sollten demnächst nochmal Wasser holen und Tee kochen. Der kann erstmal damit rein. Der Kram kann da auch erstmal mit rein. Wir könnten morgen überlegen, eine Mauer anzufangen. Ach ja, einen hatten wir ja nur übrig behalten. So, das sieht doch schon mal gut aus.